Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Tomb Raider Anniversary mit der wahnsinnig geilen Lara Croft. Wir sind ja beim achten Teil der Reihe und beim Remake des ersten Teils. So. So. Mein Schatz, Lara. Wir haben in der letzten Folge versucht, hier oben das Geheimnis da. So. So, das eine Geheimnis da zu bekommen. So, warte mal. So, lass los. So, erstmal holen wir uns dieses Geheimnis hier hinten. Und da ist da. So, nimm mit. Dann lass es halt liegen, du verwöhnte Tussi. So, hier hinten ist. Hä? Hier hinten war wirklich nichts, oder? Lara? Ist hier hinten was? Nö. Darum ist eine. Ist ein Schlitz. So, hier oben war das Schalter, den hatten wir ja umgelegt gehabt. Genau. Kontrollpunkt. Wieso kriege ich jetzt einen Kontrollpunkt? Seid ihr bescheuert? So. Kiste, hilft die uns noch irgendwo anders weiter als nur da hoch? So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wir gehen erstmal hoch hier. Komm, so, ich habe das ja mehrfach. Weh. Okay. Nun, wie war das? Ach so, aber bist du bescheuert? Komm gleich rein und mach Backen-Solo bei dir, Fräulein. Herrlich. Jetzt geht das wieder los mit dir. Das Vibe ist wahnsinnig. Ne. Was soll man dazu sagen? So, ja, so war es ja eigentlich gedacht. So. So. Bist du jetzt zufrieden? Du wolltest unbedingt an das Ding da drüben ran, hä? Ja. Die hat ein Eigenleben, die Frau. Die hat ihren eigenen eisernen Willen. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ganz gemütlich an hier, bevor wir hier wieder in elendige Sachen hier ausarten. Guck mal. Wir sind. Wo sind wir lang? Warte mal. Da oben. Warte, warte, warte. Da oben ist auch was zum Festhalten, da links, oder? Soll ich das gerade falsch sehen? Oder müssen wir dort einfach nur höher? Weil guck mal, da oben ist nämlich ein Haken drüber. Das habe ich das letzte Mal schon gesehen. Also rein theoretischerweise, rein prophylaktisch, würde ich sagen, wir angeln uns von der Plattform über Laras hübschen Köpfchen da lang. Und halten an hier und lassen uns hier runter auf die Plattform. Das wäre eigentlich das Idealste. So, die Frage ist dann aber natürlich. Warum zum Geier sollten wir es hier lang schwingen? Das muss doch auch irgendeinen Sinn haben. So. Es gäbe natürlich die Möglichkeit. Dort hoch. Da hoch. Wir versuchen uns. Ja, wir gehen erstmal nochmal. Warte, warte, warte. Eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg haben wir hier eigentlich gar nicht, oder? Oh, wir müssten. Kommen wir hier irgendwie höher? Dort auf die Plattform? Wir müssen doch irgendwie auf die Plattform kommen. Ich sehe auch keinen Gang irgendwie, der da rausführt. Da oben vielleicht. Ja, da oben müssen wir am Ende vielleicht sogar hin. Wir müssen uns von der Plattform in der Ecke da, das zumindest sieht so aus, hier rüber schwingen, dort an das Ding und dann hier rüber auf die Stufen, oder? So, warte mal. Wir machen erstmal Folgendes. So, das wird jetzt ein bisschen haarig, die ganze Angelegenheit hier. Mach mal, ja, hier, so. Müssen wir warten, bis hier wieder der Scheiß rauskommt. So, jetzt sind wir erstmal hier. So, dann hüpfen. Ach, hier kommen wir gar nicht hoch. Moment mal.
Da kommen wir gar nicht hoch. Ja, aber wieso? Warte mal, warte mal. Ich hab da gerade eine prickelnde Idee. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal warten dort auf das Rädchen. Sieht das schon mehr nach was aus. So. Können wir uns an diesen Dingern eigentlich festhalten? Passiert da Lara hier was? Eigentlich müsste doch hier nichts passieren hier, kann das sein? So. Kommen wir darüber. Beim Absturz noch mal kurz den Arsch weggesägt. So. Jetzt die Frage hier. Wir hatten gerade einen Kontrollpunkt, genau. Kiste schon rausgezogen. Eingesammelt schon. Ja, hervorragend. So. Jetzt bin ich, ist mir bloß unschlüssig. So. Da haben wir aber erstmal eine halbe Miete. Wir wissen erstmal, den Scheiß hat es natürlich noch nicht eingesammelt. So. Können wir von hier aus eigentlich nicht irgendwie da oben ranspringen? Ich dachte, sie hält sich dort an den Dingern fest, weil dort so eine Kante dran ist oben drüber. Aber irgendwie nicht wirklich. So. Okay, wenn wir da oben sind, wo sollen wir von da aus hin? Das ist nämlich die nächste Frage. Das ist mir gerade ach so. Ah. Lara, mein goldener Engel. So, das wird jetzt vielleicht dir, könnte dir wehtun. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. So. Ich weiß, das mache ich eh nie. So. So. Okay. Nein! Boykottierst du jetzt schon wieder? Ja. Langsam denke ich wirklich über Scheidung nach hier von dir. So. Aber spätestens nach Underworld ist ja sowieso Ende. Ja, bis auf dass wir doch mal nochmal beim Reboot vorbeisehen. So, ja, schön festhalten. Oh. Und rüber hier. So. Okay. Also, hier lang. Hier lang. Okay. Hm. Hoch da. So. Nein. Okay. Wir müssen also hier oben drüber mit dem Seil. Scheiße, wenn das jetzt rauskommt. Ja. Das ist natürlich scheiße, wenn man dann zurück muss auch noch an der Stelle. Ja, ja, wir müssen ja unweigerlich dort hoch. Nein. Was wollen wir denn hier, Lara? Hilf mir doch mal, du bist die Schlauere von uns beiden. Ja, komm hoch hier. So. Ja, drüber hier. So. So, wir wissen, das Ding gerade reingefahren ist. Jetzt zum Beispiel. Versuchen wir mal unser Glück. So, okay. Jetzt sollen wir das Ding hier. Halt mal kurz. Das ist dieser Controller, der macht nämlich wahnsinnig hier. Und schwitzige Hände. So. Wir müssen also jetzt uns da oben dran hängen. Mhm. Ja, also zwei dorthin zu hängen, das ist ja wohl das Letzte, das Allerletzte. Also Leute, ach Mensch. Muss ich das auch wieder so machen wie beim letzten Mal?
so eine Scheiße drin zu machen, das ist ja... Ja, warte mal. Kriege ich irgendwo noch mal einen Kontrollpunkt? Wir gehen noch mal kurz runter. Wo ich den Scheiß schon eingesammelt habe. Den Scheiß hier irgendwie abschalten. Mensch, warum bist denn du nicht gesprungen, wo ich gedrückt habe? Mensch, da war's doch gerade drinne. Aber die springt nicht, das Weib schon wieder. Ich drücke ja drauf, dass sie springt, was gerade drin war und was ist? Die springt los, wenn's draußen ist. Also nein! Zwei Dinger so hässlich nebeneinander zu hängen und dann auch noch mit so einer komischen Schaltung, also... Jetzt hält sie sich wieder nicht fest! Waren wir überhaupt auf dem obersten? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das macht doch so keinen Spaß, ehrlich. Jawohl! Genau sowas wollte ich eigentlich in der, wollte ich in der letzten Folge vermeiden. Jetzt haben wir selben Scheiß hier. Ja. Warum? Weil Madame im richtigen Moment so wie sich so fein ist zu springen. Ich drücke hier dreimal. Das springen wir lieber, bis wir, damit wir hier verrecken können, oder was? Na komm schon. Wir waren noch zu weit unten vorhin, oder? Kann das sein? Mensch. So, nun? Jetzt sollen wir... Warte mal. Okay. Dort ist das Corpus Delicti. Ja, nicht schlecht, wenn wir. Warte mal, warte mal. Können wir bescheißen? Geh mal los. Geht das? Das wird zu weit unten. Verdammt.
mir so auch klar, dass das nicht so funktioniert, wie es klasse. Ja. Das jetzt, wenn sich Madame hier zu fein ist, hier irgendwo hinzuspringen. Sag mal, was ist da oben? Hey! Dann nehmen wir hier. Da warte. Ja, okay. Haben wir zumindest erstmal das Geheimnis. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochkriechen, oder? Ich kann kotzen. Jo, wir sollen natürlich. So, wir sollen nicht von da nach da, sondern von da nach da. So, die Frage ist, was wollen wir da oben? Ja, mach weiter. Jo. So, das Ding haben wir dadurch aber erstmal sicher, würde ich sagen. Jo, 2 von 4 haben wir. Jetzt gucken wir uns mal hier den nächsten Knackpunkt an. So. Auf was wir achten müssen. Wie gesagt, wenn wir wissen, wo die Dinger sind, mehr oder weniger, da hinzukommen, das ist dann ein anderes Problem. Ja, lade du erstmal. Warte, warte. Ach, das gute alte Coronavirus. Auf das ist Verlass. So. Mehr als auf dich, Mädel. nee. Okay. Genau. Springt nach vorn, benutzt den Haken. So. Nee. Ich lese schon wieder viel zu viel. Das will ich gar nicht wissen. Das will ich selber rausfinden. So. 2 Secrets. Okay. So, na, ja. Rückweg vom Hebel Osiris. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht einfach hier. Ach, verdammte Scheiße. Ich will jetzt mal was probieren. Das Geheimnis haben wir ja sowieso sicher. Lara ja verreckt oder nicht? Ich wollte mir den Weg aussparen. So. Das Geheimnis haben wir aber. Genau, das ist schön, dass die Geheimnisse extra gespeichert werden. Jetzt müssen wir selben Scheiß nochmal machen, um weiterzukommen. Guck mal, welches Geheimnis haben wir? Wo geht's eigentlich hier hin? Ich würde erstmal gucken, was hier eigentlich hin. Wo es hier eigentlich hingeht. Rollpunkt, ja. Mensch! Das Weib macht sich irre. Mach auf hier. Auch noch extra bum bum bum. Ja, wenn sie erst stundenlang hier drauf rumhampelt wie so eine Wahnwitzige, wie soll denn das gehen? Mach auf hier. Ja! Mann! Ja! Natürlich springen wir jetzt auf einmal sogar daneben. Sag mal, was ist denn das mit dem Weib? Na bitte, geht doch. Was denn? Ach so.
Jetzt brauche ich was zu trinken. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Naja, wir können versuchen, unverrichteter Dinge einfach hier zurückzuspringen. Oder Lara einfach runterstürzen. So. Wenn wir jetzt wieder den Weg gehen, den wir gekommen sind, ja. Also runterspringen und dann nochmal den ganzen Weg rennen. Ja, das ist das andere einfacher. So, okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo wir hier hinkommen. So. Mein Engel. So, hier lang. Nein. So. Okay, der Gang ist erstmal sinnfrei. Hätten wir das erstmal in Erfahrung gebracht. Wissen ist Macht. So. Haben wir das Zeug jetzt wenigstens? Natürlich immer noch nicht. Wir müssen das hier 100-mal einsammeln. So, wenn ich jetzt speichern würde, das würde trotzdem nichts bringen. So. Kannst du ja versuchen. So, wie gesagt, Geheimnis hatten wir ja. So, jetzt müssen wir wieder dort hoch. Ja. Ich meine, der Weg ist ja bekannt. Und jetzt hier. Ja. Warum springen? Ich habe gerade springen gedrückt. Jetzt sehe ich dort hinten nichts. Was ist jetzt los? Warum springst denn du nicht, Mensch? Sag mal, ich drücke hier springen. Die springt nicht. Ja, jetzt muss ich wieder rauskommen hier, das Scheißding. Das gibt's doch nicht. So, was ist da oben? Ach so, von da oben bin ich gekommen, oder? Also oben? Ja, genau, da sind wir hergekommen. Okay. Da könnte ich wahnsinnig werden. So, hier. Oh, ja, genau. Jetzt haben wir es hier. So, wo sollen wir aber jetzt hin? Wir sollen... So, komm mal runter hier. Warte. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier überhaupt hin sollen. So. Nee, das ist furchtbar. Das ist. Man drückt und drückt und drückt und drückt, gerade wo man sieht, wie es reinfährt. Und das Weib, das hängt dort fest und denkt, das kann dort oben Urlaub machen. Ja, ich hau da auch gleich mal drauf, aber so richtig, ehrlich. So. Wir wollen jetzt. Wo wollen wir hin? Lara. Wo wollen wir hin? Haben wir Kontrollpunkt gekriegt hier oben? Nein. So. Ach, Mitch. Warte mal. War hier oben nicht noch ein Haken? Nee. Wo wollen wir hin? Jetzt bin ich gerade hier. Und nun? Können wir hier rüber kreiseln hier irgendwo? Ach, darüber. Kommst du denn überhaupt so weit? Das werden wir gleich rausfinden. Ja. Dankeschön. Ja, zeig's mir. Baby. So. Hinter dieser wunderschönen Fassade versteckt sich der Teufel. So. Was kommt hier gleich? Warte. Hier kommt doch gleich irgendwas. Das rieche ich doch. Hier, nimm mal die Dinger.
War das jetzt ein Kontrollpunkt? Ich hoffe mal, wir speichern hier mal auf der 21. Jo. Ach, jetzt sind wir hier, oder wie? Ja, wollte mich doch alle rollen. Oh, hier. Und jetzt können wir da unten den Gang, wo Lara jedes Mal so ein Theater macht. Ja, okay. Können wir das Ding holen. Ja. Das werden wir dann auch gleich tun. Weiß man es noch nicht. Ich meine, im Hauptspiel, das ist ein Hauptspiel. Im Original, da konnten wir von einer Plattform auf die andere rüberhüpfen. Das mussten wir damals sogar. Ja. Wir sind, wenn wir jetzt da runter gehen, dann sind wir da unten. Ja, klasse Erkenntnis, ich weiß. Ja. Da war hier oben jetzt noch was. Lara. Wir gucken uns hier nochmal jede Nische an oder sowas. Aber nee, ich glaube nicht. Ja, wir gucken nochmal. Rückweg vom Hebel von Urine. Es läuft zurück. Der Rückweg ist anders, da die Quetschwände sich von hier aus gesehen in einem anderen Rhythmus öffnen und schließen. Ja. Taucht erneut unter den oberen Klingen hindurch. Über die. Ja, okay. Das braucht uns noch nicht weiter kratzen. So, jetzt rennen wir natürlich zurück. Lara, was machen wir eigentlich hier? Wir haben jetzt drei von den Brücken da unten runtergelassen, oder? Kann das sein? Drei. So. Ab, 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 ab. So. Wie kommen wir jetzt wieder heil hier runter, Lara? Hast du dir das mal überlegt? Sag mal, Lara. Was machen wir eigentlich? Ach so, du willst ja hier, ja, so, ja, alles klar. Ui, warte mal. Wo kommen wir da hin? Moment. Wir sollen. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was wir sollen. Aber das wird mir nicht gefallen. Wir haben ja unten das Ding noch nicht geholt. Oh. So kommen wir auf jeden Fall zurück. Wir müssen ja aber erstmal hier runter. Und den ganzen Scheiß hier nochmal hochklettern. Weil wir unten das Ding da noch holen müssen. Oh. Crystal Dynamics, ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh. Kontrollpunkt. Ja, dankeschön. Wir machen mal hier einen Speicherplatz. Ja, komm. Warum springt denn das Weib immer so schräg, wenn ich noch gerade drücke? Was ist denn das? Ich drück Kerzen gerade nach vorne mit dem Stick. Und die springt auf links daneben. Bitte geht doch. So, jetzt können wir hier das Ding da holen. So. Ja. So, dankeschön. Kontrollpunkt. Hervorragend. Ne, das ist. Leute, das ist echt der Hammer hier. Ja, macht mal was mit bitte. Das ist. Ach, Mensch. So, hier haben wir Siegel von Anubis. Horus? Wo geht das Horus? Warte mal, wir haben jetzt. Wo sind wir reingekommen ursprünglich? Das hatten wir ja sofort geholt gehabt. Jo, jetzt können wir aber. Warte mal. Wir können noch nicht. Warte mal. Wir machen folgendes. Wir probieren mal was. Aber. Das probieren wir in der nächsten Folge.
zur Strafe, dass Lara sich hier vehement weigert, das zu tun, was ich hier sage oder drücke. Lassen wir sie jetzt erstmal dort baumeln. So. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Ja, schönes Geplänkel hier mit Lara. Das ist, ja. Gut. Okay. Naja, auf dem Kanal, das kann auch mal ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr freuen. Guckt auch mal in die anderen Projekte rein. Risen 3 und Horizon Zero Dawn. Das ist auch mit einer jungen Frau. Also, die nicht ganz so widerspenstig ist wie Lara hier. Also Lara ist ja, die toppt ja inzwischen alles. Also, je länger die Beziehung hier dauert, desto schwieriger wird sie. So, zwischen Mensch und Spielfigur. Oh, das ist eine geile Spielfigur. Nee. Na gut, würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.